Der Plan, den der Bundestrainer uns mit auf den Weg gegeben hat, ist aufgegangen. Wir haben uns leider wieder nicht ganz belohnt. Natürlich gehen wir 1-0 in Führung, aber wir hätten schon das ein oder andere Tor noch machen können, vielleicht den ein oder anderen Angriff besser ausspielen können, mal ein Tor auch aus dem Spiel heraus machen können. Aber grundsätzlich hat vieles gepasst. Wir haben hier gegen den Weltmeister in Frankreich gespielt, nach einer 3-0-Niederlage in Amsterdam. Ich glaube einfach, dass es auch ausschlaggebend war, das, was unser Trainerteam uns mit auf den Weg gegeben hat. Und die Kreativität und auch die Spritzigkeit und die Schnelligkeit, die unsere Spieler haben, die jetzt auch neu dazugekommen sind, das hat man gemerkt, dass man da dem Gegner einfach wehtun kann. Ich denke, nach dem heutigen Spiel hat man nicht nur gesehen, dass die Mannschaft absolut hinter ihm steht, sondern eben auch, dass er auch die richtigen Maßnahmen trifft bei den richtigen Gegnern. Es geht ja beim Fußball, auch wenn das in der Öffentlichkeit selten so diskutiert wird, eigentlich nicht um Namen, sondern es geht um Stärken- und Schwächenprofile. Und heute hat man eben gesehen, hatte der Trainer einen ganz klaren Plan. Und dementsprechend hat er aufgestellt und wir sind leider nicht belohnt worden. Ich glaube, dass wir heute einen guten Plan hatten, wirklich einen sehr guten Plan. Wie der Trainer die Spieler positioniert hat, warum er das gemacht hat, wo wir den Gegner angreifen wollten und warum, war sehr schlüssig und hat sehr gut funktioniert. Das glaube ich war heute schon mal ein sehr guter Punkt, dass wir da eben sehr gut eingestellt wurden. Und dann haben natürlich auch die Jungs es gut gemacht. Wir waren bissig in den Zweikämpfen. Wenn der Gegner mal vorbei war, haben wir auch mal ein gutes, kluges Foul gemacht, sodass eben nicht sich ein Raum geöffnet hat. Da waren viele Sachen, viele Kleinigkeiten, die wir wirklich gut gemacht haben.